Willkommen zurück zu Super Mario 3D World. Wir sind in der Festungswelt, der letzten regulären Welt. Das rote Sprixy ist hier gefangen und jetzt stehen uns hier zwei, ja, kleine Minibosse im Weg, die aber nicht so stark werden sollten. Wir machen erstmal A, die Karumpelbande schlägt zurück. Wir haben eine Boomerangblume, die kann natürlich hilfreich sein. Aber wer weiß, wie lange wir die noch haben. Mario ist dran. Ja, die Boomerangblume ist gar nicht so verkehrt hier. Was ist das denn für Lava-Karumpel? Ich bräuchte nochmal einen kleinen Karumpel, sonst kann ich hier nicht viel machen. Das interessiert mich überhaupt nicht. Ja, nice. Das war jetzt klar, dass das passiert. Damit habe ich kein Item mehr. Aber hier war auch einfach ein bisschen zu viel los. Diese Lavabälle sind halt mega nervig. Karumpel. Okay. Der Boss Karumpel ist besiegt und wir kriegen einen weiteren Grünstern. Nice. Und 86. Holen wir uns gleich noch ein. Ei, Bully Prinz schlägt zurück. Ist er diesmal blau? War er nicht vorher rot? Naja. Da darf jetzt Peach dran. Aber der war vorher rot. Jetzt ist er blau. Noch bloß Feuer. Und jetzt, wo ich auch ohne Item gegen ihn kämpfen muss, ist er auch deutlich schwieriger, in so eine Röhre zu hauen. Wobei, wenn er schon in die Richtung läuft. Ey, nein! Oh, jetzt war ich... Na, jetzt wollte ich es unbedingt mit einer Stampfattacke machen. Das geht gar nicht mal. Natürlich dumm. Na gut, ist doch nicht so schwer. Und da ist auch der Bulli-Prinz besiegt. Ja, schon zwei Grünsterne. Das ging flott. Okay, ein Wasserlevel, aber ich glaube, wir müssen erstmal hier rein. Das ist das fünfte Level und das ist das sechste, genau. Also Festung 5, der Klarsichtturm. Okay, klare Sicht auf dem Turm. Mit Mario schon wieder. Ich glaube, hier kann ich auch gar nicht raus. Na doch, hier kann ich noch rausfallen, aber danach nicht mehr, weil dann eben diese Glasscheibe da ist. Deswegen auch der Klarsichtturm, wobei ich die so klar gar nicht finde. Gut. Oh, die Kamera gar nicht einstellen hier, schade. Vielleicht eine Katze? Danke. Macht alles einfacher. Erster Grünstern ist hier. Nice. Und die Katze würde ich jetzt auch ganz gern nicht verlieren, weil die ist hier echt nützlich. Hier ist nichts. Ein bisschen vorsichtiger vielleicht sein. Schadet sicherlich nicht. Verdammt, nee, das wird grünleuchten, wenn dann Grünstein ist. So, Kamek und Kamek und Kamek. Geben wir den zweiten Grünstern. Nice. Und wir gehen in den zweiten Klarsichtturm. Ich bräuchte Schlüssel. Die sind wahrscheinlich im Turm drin.
immer das Gefühl, dass die Lava hier steigen würde, aber das ist gar nicht so. Ja, da sind die Schlüsselmünzen. Die kommen aber doch relativ häufig vor. Ich dachte, die wären seltener. Ich glaube, das siege ich, weil sonst nerven die mich nur. Dritte Schlüsselmünze. Dritter Grünstern. Letzte Schlüsselmünze. Jetzt geht's da unten rein, aber ich habe den Stempel noch nicht. Oh no! Sind die Gegner aus dem Weg geräumt? Ich hab's, das jetzt echt ekelhaft geworden. Ist sowieso schon ekelhaft. Wo ist der Stempel? Komm doch da raus? Nee, ne? Ach, die laufen. Das kommt jetzt da raus, aber das kommt nicht zu mir. Ja. Ich wollte gerade sagen, die Lava steigt. Tatsächlich. Oh, krass. Aber das wusste ich noch nicht. Ist cool, dass ich das jetzt herausgefunden habe. Schade, dass ich jetzt meine Katze nicht mehr habe. Das macht mich hier einfach schwieriger, nicht einfacher. Naja, okay. Kann ich den auch noch eben besiegen? Sonst nervt er mich hinterher. Aber das ist jetzt echt blöd. Aber ich wäre gut gemacht, ey. Ja, alles klar. Moment mal, ist das nicht sogar... Okay, jetzt komme ich hier nicht mal mehr ran an den Grünstern. Richtig heftig. Aber wenn ich jetzt hier das Ding nehme... Ah, dann kommen die trotzdem. Okay. Die würden erst kommen, wenn ich alle 5 habe. Dann wäre es natürlich schlauer, das jetzt erst zu machen. Dann hätte ich ja Vorsprung gehabt. Ja, man sollte die Gegner auf jeden Fall aus dem Weg kommen vorher. Sonst hat man nur Probleme. Jetzt habe ich nicht mal mehr die Karte. Das ist so blöd. Jetzt kann ich nämlich auch nicht... Jetzt steigt die Lava noch nicht, oder? Das Zeug da reinläuft. Sehr komisch. Jetzt bin ich hier und habe keinen Stempel. Ich schoss auch nicht ins Ziel. Okay. Ja, dann darf ich den Stempel jetzt suchen. Was kann der denn sein? Naja, ich werde ihn finden. Immerhin 3 Grünsterne gefunden. Und es taucht eine Röhre auf. Werden wir auch gleich einmal checken. Dieses Level ist auch schon da, aber jetzt hole ich erstmal den Stempel nach. Ah, da ist der Stempel. Man kriegt ihn eigentlich beim ersten Grünstern. Naja, okay. Finde ich nicht so toll, dass einfach Stempel und Grünstern im gleichen Versteck sind. Natürlich schon so, dass man dann irgendwie auch quasi sich als Entwickler ein Versteck sparen kann. Aber okay. Ich werde das Level abschließen. Dann sehen wir uns im nächsten Level wieder. Ja, gut. Wurde es leider klein. Das ist nicht so gut. Das Problem ist nämlich dann, dass ich gleich im nächsten Level, wenn ich ein Power-Up kriege, nur einen Pilz kriegen werde. Naja. Hamek ist hier unser Stempel. Und wir machen weiter mit Festung 6 im Reich des Rammerhais. Das sind diese Hammerhaie mit Stacheln. Diese Walzenhaie. Ich nehme... Beach. Und ich fällt mal erstmal ganz tief rein, alles klar. Das Unterwasser hier in dem Spiel wirklich nicht gut gemacht. Sieht so komisch aus, wie die schwimmen. Aber die Soundeffekte unter Wasser sind sehr nice. Die Blooper-Kanone. No! Bin ich unfähig. Ja, ja. Ich kann das nicht einschätzen. Ich kann es einfach nicht einschätzen.
Aber jetzt bin ich groß, also jetzt habe ich einen Vorteil. Das ist wirklich komisch gemacht in diesem Spiel. Ich muss es jedes Mal wieder sagen, aber ich komme auch einfach nicht drauf klar, dass ich quasi, wenn ich im Level sterbe, einen Vorteil habe, wenn ich vorher klein war. Das finde ich so seltsam. So, Feuer Peach. Macht auch der Blooper nichts. So, ist hier irgendwo mal ein Grünstern? Ja, tatsächlich, der erste. Komm ich auch nicht hoch? Gut. Wir gehen einfach mal weiter. Ich hoffe, ich werde diesmal alles finden auf Anhieb. Das wäre halt schon ganz schön, dass ich dann nicht alles wieder schneiden muss. Aber wir werden sehen. Kommen wir hier hoch. Ah, das ist das Level. Ah, das mag ich nicht so sehr. Wobei, man hat ja immer unendlich Atem. Warte mal hier. Mir die zweite Feuerblume. Die Münze lasse ich aus. Aber den Grünstern hier, den würde ich auch haben. Und die Hammer sind halt deutlich schneller als Peach, wenn sie schwimmt. Oder als jeder andere Charakter. Das heißt, ich muss hier auf jeden Fall aufpassen, dass ich nicht den Tod finde. Das war knapp. Ja, auch beim Absinken. Ich würde ganz gerne schauen, ob hier noch was ist. Zumindest Zeit. Die aber eigentlich auch nicht ausgehen sollte, deswegen ja, lohnt sich nicht wirklich, hier das abzuchecken. Leider. Ja, trifft mich ruhig. Oh Gott. Es hat sich ja richtig gelohnt, die Feuerblume hier einzusetzen. Dann nehme ich doch den richtigen Weg. Komisches Level. Hilfe. Ja, Stempel und der dritte Grünstern. Die hätte ich beide noch gerne. Okay. Da wird sich interessant gewandelt. Was ist das hier für eine Kameraansicht? Seltsam. Naja, egal. Hier ist ein Koopa. Dann gehen wir mal rein. Und hauen hier die Kaulquappen weg. Ich hab natürlich keine, aber das ist nicht so schlimm. Das ist einfacher, wenn ich das Ding einfach nehme und hier reinhaue. Oh, Moment mal, hier ist ein Leuchtpreis. Hier sind überall Leuchtpreise im Wasser. Da hinten ist noch einer. Ist hier vorne auch einer? Ja. Ja, okay. Hier mein Grünstern. Boah, hier sind ganz viele Münzen. Mit denen ich jetzt nicht so viel angefangen habe. Egal. Hier ist nichts. Ja, auch nicht. Schade. Ich werde schon wieder den Stempel nicht finden, fürchte ich. Aber wobei, es kommt immer so eine Unterwasserpassage. Also es könnte schon noch sein, dass ich was finde. Oh, was macht ihr Ramaha hier denn? Sind nur Münzen. Moment, da geht es vielleicht noch hoch, aber das ist nicht so. Andererseits ist hier... Okay, ich muss das von oben machen. Nein, nein, nein. Ich habe noch eine Feuerblume, alles halb so wild. Aber ich stelle mich schon wieder sehr dumm an. Jetzt noch der Stempel, please. Also ich werde hier belohnt, aber nein, ich werde nur bestraft. Oh. Aber es kommt immer noch ein bisschen was. Eine Feuerblume, fies. Nein! Oh Gott! Wenn ich das aufmache, wenn ich klein bin? Ja, Feuerblume! No!
Oh man, Leben am Limit. Stempel, please. Oh, jetzt geht mir die Zeit doch noch aus. Hätte ich dir eine Uhr nicht gefunden, wäre ich jetzt schon tot. Da ist der Stempel. Jetzt noch das Ziel erreichen. Weil Timeout hätte ich ganz gern vermieden. Ich soll auch nicht versuchen, den noch auszuweichen, wenn es eh schon nicht klappt. Einfach rein und durch. Oh Gott, gut, dass ich Peach habe. Schön drüber schweben, genau. Ja, das lief ja richtig gut, das Level. Naja. Blooper, oh super. Hat mich auch gar nicht genervt hier. 193. Und wir machen weiter mit Festung 7. Heißer Tanz im Lavasee. Wobei, Moment, wir gehen erstmal hier rein. Captain Toad! Yes! Festung Captain Toad, Kapitän Toad und die Steinblockfabrik. Dann zeig mal her deine Steinblockfabrik. Sammeln wir dort alles. Schade, dass man nämlich Toadette spielen kann, aber ich habe gesehen, Dataminer haben ja, herausgefunden, dass Toadette zumindest Audio-Files im Spiel, also die war wahrscheinlich vorgesehen und dann hat man sie aber trotzdem nicht mehr gemacht, weil warum auch immer, wäre jetzt auch nicht so viel Aufwand gewesen, sie hier quasi noch reinzuholen. Man kann nämlich diese Level auch im Multiplayer spielen, hat jeder einfach einen anderen farbigen Toad. Also, hätte ruhig noch Toadette reinholen, finde ich. Gehe ich auf den Trump, lande ich hier oben und hole mir erstmal diesen grünen Stern. Ist das der zweite? Gut, ich habe das Gefühl, ich hätte einen übersehen, aber ist anscheinend nicht so. No! Oh, bin ich unfähig. Auf! Na, du bist so lahm tot. Okay, Nummer 3. Das ist hier Nummer 4. Und den letzten, der ist da unten, aber an den komme ich ran, indem ich hier oben drauf gehe und dann in das Loch springe, was da am Ende dieses schmalen Weges ist. Kapitän Toad fällt wirklich wie so ein Stein. Aber gut, ist alles geschafft. Dann erhöhen wir das mal auf 201 im nächsten Level. Dieser Vulkan. Eisertanz am Lavasee kommt jetzt. Wurde ja gerade schon mal angekündigt. Wir gehen rein mit Luigi. Die bewegt sich aber auch mal hoch und runter. Na gut. Aber man muss natürlich auch schauen, dass man hier alles findet. Ist hier eine Katze? Ah, ein Boomerang. Und da, wo es grün ist, da bin ich immer sicher drauf. Ja, die schwarzen Plattformen sind schon ganz verkohlt, aber die grünen sind safe. Und die Knochentrocken überleben in der Lava nicht, sollte man vielleicht auch wissen. Dann ist das Leben leicht, wenn man es weiß. Wo sind meine Grünsterne? Da oben ist einer, den ich auch den Boomerang brauche. Das ist auch der erste. Das ist schon mal gut gelaufen. Ich habe, glaube ich, jetzt Zeit noch herzulaufen. Das ist gerade erst abgesunken in die Lava. Wobei es doch sehr knapp wird. So, der kann mich jetzt schon nicht mehr stören.
Ja. Zweiter Grünstern. Moment. Man sollte hier nicht herlaufen. Man sollte einfach nicht. Schade. Jetzt bin ich ganz am Anfang wieder. Blöd, Mann. Blöder Knochentrocken. Die Lavakugeln gehen aber auch in der Lava kaputt. Verstehe ich. Ah, ne, sie kommen wieder. Okay. Dann habe ich nichts gesagt. So, und hier nicht drüber, sondern einfach rein. Ja. Ich glaube, man kann auch drüber gehen, wenn man einfach geht, nachdem die Drachen schon gesprungen sind. Das müsste eigentlich gehen. Da ist der nächste Grünstern. Hier kann ich jetzt noch nicht hin. Da muss ich erstmal warten. Warte, ist da der Stern? Da leuchtet was blau. In der Lava. Schlecht. Nicht da so früh gesprungen. Aber da ist der Stempel tatsächlich. Ich hier nur noch einen Pilz raus, oder was? Nicht mal. Aber hier. Ja, super. Ich hoffe, ich brauche jetzt keinen Boomerang für den Grünstern. Brauche ich aber tatsächlich nicht. Also alles gut. No! Ich lasse mich auch wirklich von allem treffen. Da oben war noch eine Hilfe. Da oben war noch eine Münze, aber die brauchte ich jetzt nicht unbedingt. No! Ja. Schon wieder klein. Oh nö. Naja. Die Welt ist schon schwieriger, die Festungswelt. Wir kriegen Boomerangblume. Mhm. Okay. 201. Und der Weg öffnet sich zur Festung. Die betreten wir im nächsten Part. Ich freue mich drauf. Bis dahin, nur das Beste.